Herzliches Willkommen zurück hier zu Scoronauts. Und wir sind jetzt hier im Königreich. Das, was ich nicht mehr aussprechen möchte. Königreich von... Parathesien. Genau. So. Die Bundesleiter muss hier irgendwo sein. Bringen Sie mir. Geist. Ja, schön. Geist, aber... Also ich komme nicht mehr in die Bundeslade. Kleiner. Auch damit. Geben. Okay. Hebe den Fluch auf, indem du die Steine zu ihren Säulen zurückbringst. Boah. Guck mal, hätscheln. Boah, ist ja gut. Er mag nicht gehätschelt werden. Unbeweglicher versteinerter Einsiedlerkrebs. Ein Alien. Ich kann nicht schwimmen. Helf mir über eine Oberfläche. Schwimmflügel. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Winzig. Okay. Tiki-Maske. Felsen. Eine. Was? Ausgedehnter sinkender Ananas. Nee, mit dem möchte ich gerade nicht. Cthulhu hat verschlafen. Weck ihn auf. Ein Wecker. Schön, dass wir den Starlight gefunden haben. Ich bin gerade gestorben. Ein Flugzeug. Box. Los, zerstöre diesen Stein mit deiner puren Muskelkraft. Ja, verprügeln ihn, stärker, stärker. Du hast eine schöne Bundeslade und ich habe so einen schönen. Ja, ich meine. Bing, bing, bing. Ein Diamant. Aufsammeln. Aufsammeln. Mein Gott, nee. Danke. Du mit deinem Propellerarm da. Entfernen. Bitteschön. Oh, ist das wieder Zeit für unsere SMG. Los. Genug gehätschelt. Oh, sammeln. Entfernen. Gut. Oh, steckt wieder auf. Los, SMG. Du kommst mit. Wir brauchen dich noch. Wir brauchen dich doch noch. Gib mir etwas, um den Poseidon davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Ein Herz. Ein Herz. Urkunde. Urkunde. Ein Diplom. Gib mir etwas im Poseidon, um davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe.
Familienfoto. Familienarzt, Familie. Hm. Oh. Gib mir etwas zum Reagieren des Meeres. Dreizack. Poseidons neues Werk. Nicht da unten. Ah, komm, machen wir dich eben schnell. Wie ist es denn daneben? Die Meeresziegenbock. Böcke. Helft den Ziegen, am Troll vorbeizukommen. Die Meeresziegenböcke. Oh, ein Mist. Was ist das für ein Troll? Der Meerestroll hat Appetit auf etwas aus der Ferne. Gib ihm etwas wie jede Ziege. Das wie jede Ziege schmeckt. Eine salzige Ziege. Ein würzige. Gehörzig. Salziger Bärenkäse. Bärkäse. Salz? Ziegenkäse. Für den Troll, um diesen Ziel zu finden. Ja. Ziege. Rettet euch selber! Frucht! Er will die Frucht nicht! Die Beratin! Salziger Käse! Entfernen. Du kriegst das Schenk vorbei. Zweimal konnten die Ziegen vorbei. Jetzt ist an der Zeit für die letzte Ziege. Der Meeresroll will etwas, das den feurigen Geschmack ihnen etwas Scharfes. Oh, Chili. Wenn ich zu scharfe Sachen esse, explodiere ich auch immer. Findet ihr nicht auch? Und du siehst komisch aus. Sollst du Moses darstellen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf alles, was hier unten liegt. Das ist heftig. Oh, ein Star Ride noch, da haben wir das letzte Level. Oh, der ist glücklich. Ah, oh, was kann ich für dich tun? Mein altes Haus ist zu klein. Gib mir was Größeres zum Wohnen. Wohnblock. Komm schon, das ist doch keiner richtig schön. Gib mir einen Dingsbums von der alten Welt. Was? Von der Welt von oben. Spiegel. Segel. Surfboard. Handspiegel. Bitte. Okay, dann fehlt noch eins. Und das bist
Du, Totenkopf. Nicht versunkene Stadt, finde heraus, was mit den Ozean. Was? Was den Ozean ausgetrocknet hat? Ups. Ich habe nicht versprochen. Nein. Okay. Es hat bestimmt jemand den Stöpsel gezogen. Das ist wirklich ein Stöpsel. Schön ist der Hintergrund immer noch als, ne? Die Stadt wurde von der Liga verrückt, der Wissenschaftler trockengelegt. Lenke den Wissenschaftler mit einem Feuerwesen ab. Pegasus. Die Atomwissenschaftlerin will keine Uran mehr untersuchen. Zeig ihr ein neues Element zum Erforschen. Plutonium. Stirb. Der Robo-Ingenieur findet kein sauberes Einstreu für seinen Roboterhamster. Gib den Hamsterkäfig neue Einstreu. Hamsterstreu. Hamster. Der Starrite kann genommen werden. Das scheint schon fast zu einfach zu sein. Oh nein, das ist ein falsches Starrite. Und das Tor ist verriegelt. Die Tür öffnet sich nur, wenn der verrückte Wissenschaftler verkleidet. Was? Sich nur für verrückte Wissenschaftler verkleiden, maximal zwei Bänken in die Kamera zu täuschen. Haben wir es dabei abgeschmissen. Brille. Mantel. Wandel. Mantel. Lederjacke. Mantel. Ein verrückter Wissenschaftler hat auch einen bestimmten Einstellung. Wende ein Einglied auf Maxel an, damit er entsprechend denkt. Die Verkleidung hat die Tore überlistet. Jetzt muss das Abflussrohr zerstört werden. Los, wir holen die besten Sachen raus. SMG und angreifen. Der verrückte Wissenschaftler war ein auf Selbstzerstörung. Verstanden? Ich auch nicht. Der verrückte Wissenschaftler war ein auf Selbstzerstörung programmierter Roboter. Dämme die Explosion ein. Okay. Gut, dass ich ihn eigentlich schon durch die Gegend geschmissen habe, den Typen. Ich hab deinen Starrite. Dann nimm halt den damit. Wenn ich den anderen nicht haben darf. Was wohl passiert, wenn ich einen Starrite eingib? Starrite! Er wird vollständig. Gute Arbeit. Nicht zu Lilly. Niemand will zu Lilly. Niemand mag Lilly. Lilly. Ui, auch fertig.
Ja, wir haben Star Riot. Gut. Gut, gehen wir zu Lilith. Hier, unser letzter Star Riot. Guck mal, die hat eine wunderschöne Frisur. Steht hier, sollst du öfters tragen. So eine Frisur aus Stein. Oh, er hat sie vergessen. Oh Gott, sie ist tot. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Mit 60 Star Rights kann man da wieder was freischalten. Deswegen gehen wir in der nächsten Folge nicht, sondern jetzt dahin. Ich lasse die Folge etwas länger, weil ich ein bisschen doof bin gerade. Und es ist spät und ich möchte es ja auch irgendwann mal fertig kriegen. Es sollte eigentlich nur ein kurzes Let's Play werden. Ja, ja, ja. Gut, dann machen wir dich gleich sofort. Drei Bergsteiger brauchen Maxwells Hilfe, um zum Gipfel zu gelangen. Dann starten wir das doch. Wildstyles. Das ist das geilste Antwort ever. Warum willst du das Namen? Wildstyles. Warum willst du ein Apple-Produkt, obwohl die von Konkurrenz genauso ist, sogar billiger und mehr hat? Wildstyles. Das stelle ich mir ganz vor. Diese drei Freunde besteigen den Berg. Beseitige die Felsbrocken, die ihren in den Weg versperren. Ich brauche meinen Panzer. Angriff. Abriss. Guck geil. Dynamit. Fahr ich mal ohne Panzer. Dynamit. Da haben wir ihn mal in die Luft gesprengt. Ja, wissen wir, wissen wir. Dynamit. Mit. Dynamit. Dynamit mit. Interagieren. Interessant. Was auch immer das sein soll oder was auf seinem Kopf ist, dass ich auf eine Suppenschüssel auf dem Kopf hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Diese Eisriesen haben einen Stumpf verursacht. Erschaffe drei Objekte, die Kletterer in der Kälte beim Überleben helfen. Zelt. Eine Sonne. Lagerfeuer. Warme Kleidung.
Dafür haben wir Kleidung. Warme Suppe. Oh nein, ihr wurde besiegt, weil wir ein Lagerfeuer haben, was auf der Seite steht, ein Zelt und eine warme Suppe. Tja, damit hättet ihr nicht gerechnet, oder? Oh nein! Der Jedi ist wütend, kümmere dich um ihn, damit die Kletterer weiter an den Berg besteigen können, töte ihn aber nicht. Ich wollte mein SMG ausholen. Alles kam mit der SMG. Trotzen. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Die Kletterer nähern sich dem Gipfel. Lege ein Objekt auf den Gipfel, das einen der Kletterer gefallen sollte. Einen der Kletterer? Tempel. Jüdisch. Gotteshaus. Jüdisch. Islamisch. Hey! Ah, nimm Gotteshaus. War klar, dass ihm das gefällt. Ich wollte hier so einen buddhistischen Tempel, aber. Soll ich glaube ich auch darstellen. Bitte, nehmen wir mit. Nimm mit, weil es da ist. Nimm mit, weil es da ist. Ah, ja, weiter. So. Was möchtest du? Diese Skulptur ist zu langweilig. Platziere etwas auf den Holzpodest, das mich inspiriert. Nackige Frau. Kein Kommentar. War ja klar, dass dem Kerl das gefällt. Der andere Jack will meine Höhle nicht verlassen, aber wir können mit ihm mit Lärm heraustreiben. Orchester. Okay. Springen, Herr Dexter. Helfe uns, herunterzukommen. Schneeziege. Ich kann nicht hoch genug springen, um meine Ziegenmama zu folgen. Jump and run. Riesige Krabbe. Hochspringen. Okay. Kleine Bergziege. Amateurfilmer.
Das ist zu steil. Ich traue mich nicht zu springen. Mutige. Sei wie ein Yeti und ich werde dein Freund sein. Yeti-Kostüm. Yeti-Kostüm. Sterbliche stellen unsere göttliche Relikte. Stehlen und göttlich hilft uns, die Welt wieder göttlich zu werden. Göttlich? Hä? Sei wie ein Yeti. Wie ein Yeti. Sei wie ein Yeti und ich werde dein Freund sein. Ich kapiere die Aufgabe nicht. Modell. Ach, guck mal, ich kann schon eins von den Dingern nicht machen. Zurücksetzen. Yep. Ah, ihr. Kannst du uns helfen, einen Vorsprung im Rennen zu bekommen? Hängt immer noch da. Eine prähistorische Leiche ist im Eis gefangen, aber wir können sie mit Hilfe einer Wissenschaft befreien. Feuer. Laser. Wissenschaft leer. Yeti, wie kann ich dich nur... Sei wie ein Yeti und ich werde dein Freund sein. Merkst du mal, wir brauchen eine Hilfe. Yeti. Weiße. Haarig. Hastige. Einfach nur weil ich weiß bin. Okay. Nur weil ich weiß bin, Mann. Nur weil ich weiß bin, willst du Schläge?
Okay, hätten wir das auch geschafft. Da bleiben noch die paar hier über. 3, 6, 9, 12, 15. Heilige mit Mama Maria. Ja, hier müssen wir ja nächstes Mal überall hin. Es sind einige noch, die überbleiben. Boah. Dann sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder, denn ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Scribble Lautet, euren Wolfie.